Lapp, lapp, lapp. Wir haben 9929 Münzen, bedeutet, wir machen in diesem Part, oder gesagt, ja, später auf jeden Fall. Ich werde jetzt erstmal euch willkommen heißen zu Mario Odyssey, meine Damen und Herren. Ich werde aber nicht weiter aufnehmen, also ich werde es morgen, denke ich mal, weiter aufnehmen. Ich werde mir jetzt erstmal 70 Münzen irgendwo her schnappen. 70 Münzen, was können wir machen? Wo kann man 70 Münzen schnell kriegen, meine Damen und Herren? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken auf jeden Fall mal, wo wir am besten... Ich gehe ins Kaskadenland, da krieg... Wir holen jetzt noch 70 Münzen und dann können wir uns das Skelett-Outfit hier live holen, meine Damen und Herren. Und dann, ja, dann sehen wir uns danach wieder. Also ich werde jetzt den Part nicht weitermachen. Ich habe nämlich jetzt überhaupt gar keine Lust auf Hinweiskünste. Und ich will jetzt erstmal Stardew Valley dann noch erstmal gleich aufnehmen. Ich will jetzt eigentlich nur, ja, Münzen. Mehr will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht haben. Ich glaube, durch dich bekommen wir Münzen, ne? Ja. So, 70 Münzen. Wie kriegt man hier am schnellsten 70 Münzen? Ist eine gute Frage, ne? Mein guter Kumpel, aber die beantworte ich dir gleich. Vielleicht, wenn ich Bock hab drauf. Du bist ein Schmauch von Tüll. Du gehörst eher in den Müll. Nee, aber auf jeden Fall, meine Damen und Herren, haben wir uns jetzt erstmal hier genug Münzen. Hier sind genug. Man kriegt auch, glaube ich, wenn man diese Viecher besiegt, einigermaßen dann was an Münzen. So. Wir haben einigermaßen ein paar Münzen bekommen. Ich glaube, hier kriegt man auch Münzen, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauchen wir noch 3 Münzen. Ah, guck mal, die zählen auch als normale Münzen. Verstehe. Okay, uns fehlen nur noch 19 Münzen. Ist nicht mehr viel. Vielleicht kriegt man das hier hin, meine Damen und Herren. Zack. Okay, durchs Herz bekommen wir auch keine Münzen. Bekommen wir dadurch Münzen, ja. Zack. Dann mache ich das jetzt einfach noch, bis ich die 9999 geschafft habe. Meine Damen und Herren. Okay, ich krieg gar keine Münzen mehr hier. Interessant. Mann, ich will die nicht. Ich will die gar nicht. Na gut. Hier sind noch genug Münzen. Ich glaube, das müsste reichen, um restlichen zu bekommen. Und ihr seht schon selbst, man kann seine Münzen nicht steigern. Ne? Seht ihr selbst? Also mehr als 9999 Münzen kann man nicht haben in diesem Spiel. Also nicht gleichzeitig. Also ihr könnt nicht mehr als diese Münzanzahl haben. Das zeige ich jetzt nochmal. Ihr seht, es steigert sich nicht. Seht ihr ja selbst. Jetzt kaufen wir uns das Skelett-Outfit. Kann man eigentlich hier direkt... Nee, okay, können wir nicht. Wir holen uns das Skelett-Outfit. Sehr schön. Jetzt können wir es eigentlich anziehen. So, ich zeig's auch gleich. So können wir jetzt in den nächsten... Das ist bescheuert. So können wir eigentlich in den nächsten Parts herumlaufen. Ist das geil, Alter. Ist das witzig. Da kannst du ja trotzdem, was du willst, anziehen als Mütze. Ich mach das jetzt mal. Ich ziehe jetzt mir eine geile Mütze noch an. Sowas wie Metall irgendwas. Oder eine Gold... Ja, vielleicht die Goldmütze, ne? Ich überlege gerade, welche Mütze wäre denn am geilsten. Also ich glaube, die wäre schon geil, ne? Also das ist richtig cool irgendwie. Das ist magisch. So, auf jeden Fall. Zack. So kann man sich auf jeden Fall raustrauen, meine Damen und Herren. Gold Mario Mütze und Skelett Outfit. Jetzt haben wir genau 0 Münzen. Uns fehlen jetzt, wie gesagt, noch 4000 Münzen genau, glaube ich, um die 2 anderen Outfits zu kaufen. Ich habe
einen Weg gefunden, wie man halt am schnellsten Münzen bekommt. Das zeige ich euch so oder so noch, wenn wir die Power-Mode machen. Also da mache ich auf jeden Fall noch extra. Also wir machen einen extra Part. Oder eher gesagt, das wird auch, glaube ich, der letzte sein, wo ich halt einfach die ganze Mode dann nochmal kaufe. Die Outfits, oder eher gesagt 4000 Münzen, werde ich offscreen farmen, damit wir die Outfits kaufen können in den nächsten Parts. Vielleicht auch schon morgen. Ich weiß es halt nicht. Muss mal etwas mal gucken, wann ich das mache. Auf jeden Fall zeige ich sie euch, bevor ich die Power-Monde noch kaufe. Also in einem vorherigen Part. Da bin ich mir ziemlich safe sicher. Und das war's erstmal für diesen Part, meine Damen und Herren. Oder was ist denn mit diesem Part? Ich nehme später erst weiter auf. Man sieht sich morgens nichts mehr. Oder ist was für morgens nichts mehr? Man sieht sich. Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von Mario Odyssey, meine Damen und Herren. Weiter geht's, Souvenirshop, let's go! Yeah, meine Damen und Herren. Aber einen kleinen Moment nochmal, bevor wir jetzt hier da reingehen. So, weiter geht's, meine Damen und Herren. Ich hab's richtig ran. Ja, wir holen uns jetzt, ich hab wieder mal Münzen gefarmt. Wir holen uns diesmal die restlichen zwei Outfits und erstmal gut ist. Ja, die Power-Mode machen wir irgendwann anders. Nee, ich wollte noch, Mann, ich wollte nicht umziehen. Stimmt, Gold Mario Outfit. Ja. Sieht schon cool aus. Sagen wir es mal so, aber ich will als Skelett rumlaufen. Wo ist denn das? Ah, hier. Es kostet ja nicht umsonst so viel, dass wir das nicht benutzen. Also, wenn es schon so viel kostet, dann benutze ich das auch. Ist ja, denke ich mal, klar. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt nur noch Hinweiskünste zu erledigen. Und die machen wir jetzt auch. Wohin müssten wir für die Hinweiskunst? Richtig. Wisst man nicht. Wobei, ich glaube, ich weiß sogar, wo eine zumindest schon mal ist. Müsste beim Seeland sein, eine. Gehen wir erstmal zum Seeland, meine Damen und Herren. Erledigen das. Erledigen. Ja, ihr wisst schon was. Also erledigen die Hinweiskunst dort erstmal. Dann haben wir erstmal schon mal eine wieder. Haben wir einen Mond schon mal safe. An der Stelle. Ich weiß nicht, wie viele Parts dieses Projekt noch haben wird. Also es könnte halt echt schon sein, dass es so um die 100, also die 100 Folgen vielleicht knackt. Ich weiß es nicht. Also wir haben jetzt. Das ist jetzt die 97. Folge. Kommt darauf an, wie viele Hinweiskünste wir schaffen. Und ja, so, jetzt holen wir uns erstmal die Hinweiskunst. Hier. Also, ich weiß nicht, ob das das untere gemeint ist damit. Ja, das ist das untere gemeint. Wo genau war das? Rechts oder links? Rechts neben dem Ding, okay. Also hier, in der Mitte. Ja, okay, Hammer. Mit finsterer Seite Kunst gefunden. Okay, das ist sogar das neunte. Nice. Auf jeden Fall was geschafft. Jetzt, ich glaube, danach gab es noch eine im Küstenland. Zum Glück müssen wir jetzt nie wieder zum Seeland. Also ich denke, da wird nichts mehr sein. Wir haben ja nur einen Mond so gesehen jetzt. Also ich glaube, es gibt nur eine Hinweiskunst, die zum Seeland führt. Und den haben wir jetzt. Also mehr müssen wir jetzt hier auch nicht machen. Dann gibt es da noch einen beim Küstenland. Da fehlen uns aber noch 3 lila Münzen. Und beim Polarland fehlen uns noch 3 lila Münzen. Also die müssen wir auf jeden Fall noch finden. Aber erst nach den Hinweiskünsten. Ja, außer ich finde die vielleicht zufällig schon davor. Kann ja keiner wissen, also ich weiß es nicht. Weiß kein Mensch, ob ich die finde oder nicht. Ich denke eher weniger. So. Wir müssen erstmal. Dafür müssten wir aber auch erstmal gucken. Na? So, immer nach. Okay, immer nach Norden. Da seht ihr diese Dinger schon. Ich glaube, das sind die zwei Statuen gemeint.
glaube, die zwei Statuen da vorne sind damit gemeint. Also in der Mitte. Oder die hier. Also es können nur solche zwei Statuen gemeint sein, die ihr seht, wisst ihr. Eigentlich brauchen wir uns hier nur ein bisschen rumgucken. Ich glaube, das sind sogar die. Oder warte mal. Es könnten aber auch die links sein, ne? Hier bei den Sonnenschirmen. Also wir kommen auch bei Sonnenschirmen vorbei, oder wie? So, der Vogel ist hier schon mal. Moment. Da sind auch noch drei Regenschirme. Achso, nee, vom... Ah, okay, wir müssen erstmal von dem aus bis zu dem Ding hier. Das ist aber nicht der im Norden, oder? Also von denen aus bis zum Norden. Ah, der hier. Der ist gemeint. Das Ding ist gemeint. Und dann müssen wir von denen aus... Also erstmal den... Zu diesem Dings uns dahin. Also auf jeden Fall zu diesem... Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall zu dem Ding hier. Dann... Müssen wir von dem aus irgendwo anders in den Norden. Da, wo es... glaube ich, diese... Drei... Keine Ahnung... Regenschirme gibt. Also auch in den Norden eher. Oder? Also so, dann müssen wir... Ah, okay, da müssen wir es mal so lang wahrscheinlich. Also Regenschirme sind jetzt hier schon mal nicht. Aber ich glaube, das ist trotzdem hier. Okay, doch nicht. Oder kommen die Regenschirme noch? Okay, hier sind drei Regenschirme. Okay, von denen aus vielleicht dorthin, da vorne hin. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Da, da vorne. Vielleicht muss ich ja wirklich dahin. Ansonsten checke ich das Rätsel absolut gar nicht. Tut mir leid. Ich hoffe, wir liegen da richtig. Ja, gut. Sehr schön. Okay, uns fehlen aber trotzdem hier noch drei lila Münzen. Wo die sind, habe ich keine Ahnung. Ehrlich gesagt, absolut gar nicht. Also wenn ich die finden sollte, dann werde ich sie natürlich irgendwann hier reinschneiden. Also ist ganz klar. Aber, dauert. Bis wir die irgendwann finden. So, dann weiß ich auf jeden Fall, dass noch im Polarland eins war. Und ich weiß sogar ganz genau, wo das ist. Also dann, let's go. Im Polarland fehlen uns auch noch drei lila Münzen. Also in zwei Welten fehlen uns drei lila Münzen. Und sonst eigentlich gar nichts mehr. Also dann fehlen uns nur noch die Monde, die wir kaufen müssten. Abgesehen jetzt von den Hinweiskunstmonden. Ja, sonst eigentlich gar nichts. Und in zwei Welten halt lila Münzen. Die eigentlich auch relativ schnell gemacht sind. Ich gucke einfach mal nach.
Und dann wissen wir ja eigentlich, wo die sind. Also Outfits haben wir ja auch schon alle. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Powermonde, ne? Ganz einfach. So, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo die lila Münzen sind. Also, let's go. Holen wir uns die. Yeah. Also, ich habe die Hinweiskunst ja schon mal gesehen und das war ja irgendwie mit so einem Rennen Dingsbums da. Also, das hat so ein Zeichen gehabt und ich habe mich auch beim Polarland ein bisschen umgeguckt, ob ich das finde. Genau dieses Zeichen da, bei diesem Kringel da. Da müssen wir einfach nach oben und genau über diesem Zeichen da einfach stampfen wahrscheinlich. Ist eigentlich relativ easy. Dürfte es eigentlich sein. Ja, seht ihr schon selbst, wie easy das war. Hier habe ich mich mal rumgeguckt gehabt und habe immer noch nicht... Hab die letzten drei lila Münzen hier nicht finden können. Keine Ahnung warum, aber... Ist nun mal so, was willst du großartig machen? Die werde ich irgendwann schon noch finden, hoffe ich mal. Nichtsdestotrotz. Zack. So, und jetzt interessiert mich, glaube ich, wirklich. Ich glaube, im Ruinenland. Stimmt, im Ruinenland gibt es noch was. Ruinenland habe ich noch im Kopf. Da hat man auch noch so einen Hinweiskunst mit so einem Hund drauf. Machen wir den erstmal. Wir haben jetzt schon drei Hinweiskunstmonde gemacht, ne? Oder insgesamt vier. Also in diesem Part haben wir schon drei gemacht. Ich glaube, ein oder zwei schafft man noch, wenn es jetzt so weiter schnell geht. Dann ist das echt ziemlich nice. Und sind das noch nicht mal zwei, drei Parts. Was ich auch gut finde. Album. Ruinenland. Wo kann denn das sein? Was ist das hier? Wo kann denn das sein? LOL! Ich hab Glück, Alter, geil! Okay, Freunde. Hinweiskunst in der Nähe, wir haben's. Geil, Alter. Wie schnell ging das denn? Okay, jetzt will ich aber wirklich sehen, was wir jetzt als nächstes machen. Also, das tut mir leid, aber ich habe absolut gar keine Ahnung. Grad. Ruinenland haben wir schon, Schlemmerland. Genau. Da muss ich jetzt erstmal den Unterschied finden. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, ne? Ich finde hier gerade absolut gar nichts. Ha. Seht ihr irgendwas? Alter, ist das schwierig. Also ich sehe hier wirklich absolut gar nichts. Wo soll denn hier bitte was sein? Hm. Okay, guck mal uns das mal bei dem anderen rum hier. Hä? Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also das Einzige, was mir fehlt, was ich lösen kann, ist das hier erstmal, weil die anderen check ich nicht. Hm. Ja gut, dann müssen wir erstmal gucken, wo hier ein Unterschiede, ich sehe es immer noch nicht. Tut mir leid, aber was ist denn das denn? Was ist denn das?
Ich sehe hier keinen Unterschied. Wisst ihr was, wir gehen erstmal ins Schlemmerland. Vielleicht sehe ich das dort ein bisschen besser. Vielleicht sind da beide Bilder vielleicht... kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass beide Bilder gleich sein sollen und wir das danach hier unterscheiden müssen. Glaube ich irgendwie nicht daran, aber könnte halt gut, ganz gut sein. Aber ich glaube trotzdem, dass wir die Bilder unterscheiden müssen und... Ich sehe absolut gar keinen Unterschied. Also es ist bestimmt wieder so ein kleiner Fleck oder so, den man sehen sollte. Und ja, ich guck mal, ich stampfe jetzt einfach mal irgendwo hin. Ist mir eigentlich relativ egal. Meint ihr, es ist irgendwo hier einfach random? Okay. Random stampfen würde, glaube ich, nicht viel bringen. So. Okay. Was meint ihr, was der Unterschied sein sollte? Oder ist? Locker fehlt einfach so eine... Irgendeine Frucht. Locker einfach nur irgendeine Billigfrucht. Hundertprozentig. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Unterschied ist, den man direkt sieht. Was ist denn das? Für mich sind die exakt gleich. Ja? Also... Ah, warte mal, ich hab das. Ich hab's. Beim rechten? Alter, wie schwer man das sieht. Ich weiß nicht, wie ich das editieren... Text eingeben. Ich hab keine Ahnung, wie ich das euch erklären soll. Und zwar da rechts, bei den Säulen, ist so ein blauer Typ. Rechts, aber beim linken nicht. Bedeutet, wir gehen da mal hin. Das muss bei diesem blauen Typ sein. Und er ist irgendwo hier gewesen. Wo war denn der genau? Genau, wir haben ihn! Genau! Okay, wir haben's. Boah, Alter, das war echt... Alter, das ist echt gemein. Ich hab's aber gesehen. Also man musste sich nur ein bisschen konzentrieren und dann findet man den schon. Ich glaube, wir haben sogar noch Zeit für noch einen. Für noch eine Hinweiskunst. Und ich glaube, die ist im Cityland, weil H steht für Helikopterzeichen. Also, ist ja ganz klar. Und vielleicht findet man im Cityland noch eine Hinweiskunst. Ich hoffe, das ist dort. Und da sind ja auch diese Säulen da, die genauso aussehen wie im Cityland. Also, es kann nur das sein. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese... Boah, wie nennt man das, Alter? Maste? Maste oder sowas? Keine Ahnung auf jeden Fall, aber die sehen so aus ungefähr. Ja? Also wir sehen die ja jetzt eh gleich. Also diese Dinger hier, ne? Eins davon war nach oben gestapelt. Sowas hier. Ja, das ist bei so einem Haarplatz. Wir müssen aber erstmal den Haarplatz finden. Und der kann halt nur auf dem Gebäude sein. Und deswegen gehen wir da erstmal hin. Sagt meine Damen und Herren. Dams. Zack. Ist hier ein Haar? Okay, noch hier zumindest noch nicht. Vielleicht hier oben. War hier nicht ein Helikopterplatz?
Dort drüben könnte einer sein, ne? Oder meint ihr, das ist da oben? Jetzt könnte halt hier oben sein, ne? Mann! Na okay, scheiße, wir müssen jetzt da hoch. Wir haben es nicht geschafft, da zu Trickjumpen. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg nach oben laufen. Wobei der eh nicht lang ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und schauen Sie mal oben. Zack. Hoch. Stimmt, das könnte hier direkt sein, bei diesem Ding. Sag mir nicht, das ist so easy. Okay, es könnte aber auch bei diesem oberen Ding sein, ne? Da war ja eine Mülltonne. Sag mir nicht, das ist da oben. Ah, ja. Es kann also nur dort sein. Ich glaube, es ist auch der einzige Ort. Ich glaube, das ist hier. Hä? Hey. Ist dann doch hier oder was? Also das ist ja schon mal safe, dass das Haar hier ist. Aber es ist scheinbar dann doch etwas anderes gemeint oder was? Haar und dann... Es ist weiter weg vom Haar. Ah, guck mal, das kann nur hier hinführen. Oder da rechts. Aber hier ist absolut gar nichts, was so aussieht wie so ein... Wie sowas hier. Ah. Hä? Was will das Spiel jetzt von mir? Oder ist dieser... Ist dieses Haar gar nicht gemeint? Ich. Nee, das kann nur dieses Haar gemeint sein. Tut mir leid. Meint ihr, das ist das? Kann's. Wenn das das ist, ne, dann ist es einfach nur lächerlich. Aber guck mal. Wenn es das wirklich ist, dann ist es absolut lächerlich, dieses Spiel. Also, wenn es die eine von den beiden ist, dann ist es absolut lächerlich. Tut mir leid. Dann ist es absolut lächerlich. Nee. Hä? Nein, nicht in... Mann, ich will nicht in den E-Shop. Nochmal. Album. H. Ja. Hä? Was? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Genau das, was wir gemacht haben. Oder sagt mir nicht, es gibt hier ein zweites Haar. Was ich halt auch nicht glaube. Es muss das sein. Kannst du mir erzählen, was du willst? Nee. Warte mal. Meint, es gibt hier oben noch irgendwas.
Also ein anderes... Aha. Also hier ist schon mal ein... Ah, ich... Oh, wir sind... Oh, okay, ich hab eine Idee. Jetzt verstehe ich das Rätsel. Alter, wie gemein. Aber darauf kann man kommen. Das ist diese Gravität... Also ist nicht das gemeint, also nicht die Säule. Ich glaube, die Zeichnung ist damit gemeint. Also diese hier. Ja, okay. Clever, clever, Nintendo. Clever, clever. Okay, das hat schon eine Weile gedauert, bis wir darauf gekommen sind. Da muss man ein bisschen nachdenken. Also die Zeichnung ist an sich gemeint. Okay. Interessant. Cool gemacht. Aber so, jetzt an der Stelle, was haben wir noch für Hinweiskünste? Das weiß ich jetzt gerade nicht. So, uns fehlen nicht mehr viele. Ich glaube, wie viele fehlen uns noch? Drei. Gut, die im nächsten Part. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.